Hallo, mein Name ist David Morf, mein Ingame-Nick ist Davy und ich bin Team-Captain des Teams MindSanity. Hallo, mein Name ist Nicolas Pizzerianis und der Ingame-Nick ist Absharon. Hallo zusammen, mein Name ist Florian Bandli und mein Ingame-Nick ist Flu. Hi, ich bin Absharon und ich habe mit meinem Team im Sommer die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Wir können dadurch nach Lodz fahren in Polen, um dort an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Für das Event sind wir uns am Vorbereiten und können beim Training die BenQ-Monitore gebrauchen. Wir haben im Finale der Schweizer Meisterschaft schon diese Monitore ausprobieren können und hatten gute Erfahrungen damit. Außerdem ist BenQ unser offizieller Monitorsponsor und wird uns auf weiterem Weg unterstützen. Hallo zusammen, mein Name ist Flu. Wir haben große Ziele für die Weltmeisterschaft in Polen. Dafür trainieren wir regelmäßig und außerdem werden wir im Oktober noch an der Switzerland teilnehmen, die wir gewinnen wollen. Und mir gefällt es besonders, dass dieser WQHD-Monitor bis zu 77% mehr Fläche hat und somit habe ich auch viel mehr Platz, um das Spiel abzubilden und auch einen gewissen Vorteil gegenüber dem Gegner, der mit der Standardauslösung arbeitet. Zudem kann ich auch den Bildschirm wirklich in alle Richtungen verstellen, damit ihr es gut sehen kann. Und auch hier unten verstellen. Und das hilft mir natürlich besonders, wenn ich täglich meine Zeit vor dem Computer verbringe, um so auch einen möglichst entspannten Blickwinkel auf den Bildschirm zu haben. Dota 2 ist ein sehr schnelles und actionlastiges Spiel. Für mich ist ein flüssiges Bild extrem wichtig. Daher ist der BenQ-Monitor mit 144 Hz Refresh Rate und nur einer Millisekunde Reaktionszeit die perfekte Wahl für mich. Mit dem Game Mode to Go kann man Einstellungen des Monitors auf einen USB-Stick speichern. Diese Einstellungen kann man auch via Cloud oder Social Media Plattformen teilen. Außerdem enthält dieser Monitor ein sogenanntes Low Blue Light Setting, welches die Augen bei längeren Spielsessions schont. Falls ihr noch weitere Informationen über BenQ wollt, könnt ihr die Gaming BenQ Webseite, Facebook-Page oder YouTube-Channel besuchen.